Na, wenn Sie das stört, wie wir hier in Linie arbeiten, müssen Sie sich entscheiden. Es gibt schließlich auch Projekte. Übrigens, das hier mit dem eigenen Faxgerät ist nicht drin. Sie müssen schon die paar hundert Meter zu mir rüber ins Büro kommen, wenn Sie sich mal was schicken lassen wollen. AN-1847, was soll das denn sein? Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr Interesse an dem Projekt 1847 von Access Network. Mein Name ist Diana Whistle. Wollen Sie fortfahren? Ja. Unser Kunde ist die Infocom, ein strategisch wichtiger Partner. Zum Hintergrund. Durch die Einführung der Internettelefonie auf breiter Front und die Dumpingpreise brasilianischer Provider ist die Telekom unter großen Druck geraten. Sie muss ihre Netznutzung um den Faktor 1847 steigern. Dieses Szenario stammt aus dem Integrationsworkshop Infocom und Access Network. Hierbei wurde folgende Idee entwickelt. Fraktale Bit-Pakete, wobei hier eben noch die Access-Lösung vom und zum End-User erarbeitet werden muss. Wollen Sie mehr wissen? Ja. Gut, hier die Daten des Projekts. Dauer 7 Monate. Budget 10 Millionen bis zum serientauglichen Muster. Kernteam 4 Personen plus PL, erweitertes Team 30 Personen. Ergebnis für den Kunden, Umsatz plus 38%. Sie brauchen 50 Kompetenzpunkte, um zu dieser Projektbewerbung zugelassen zu werden. Wollen Sie Ihren Kompetenz- und Performance-Status sehen? Ja. Ihr letztes Projekt hat Ihnen 3 von 4 möglichen Kompetenzpunkten und 2 Performance-Punkte zusätzlich gebracht. Wollen Sie Ihre Bewerbung abschicken? Na klar. Wie bitte? Ja. Ihre Bewerbung ist aufgenommen. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Projekt. 1,5 Millionen Zusatzprämie unter einem Monat. Dazu die 1,5 Millionen regulär. Das bedeutet für mich plus Performance-Status. Genau, das ist es. Hallo, Schatz. Hey, wann sehen wir uns? Ist dein Switching-Projekt endlich genügend abgefeiert? Chris hat schon Sehnsucht nach dir. Du, hör mal, ich hab was echt Tolles aufgerissen. Du sprichst doch nicht etwa von mir? Doch, natürlich, aber... Also, wie heißt sie? 1847. Zu alt für dich. Nein, so heißt das Projekt, eine echt interessante Sache. Und wie sieht das mit unserem Urlaub aus? Pass auf, frag doch mal unseren Family Coach, ob ihr zwei nicht Lust hättet, hier ein paar Wochen runterzukommen. Dann könnten wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Da könnte der vielleicht okay sagen. Gut, frag ihn, wie stehen wir mit der Ansparung der Pensionskasse da? Welche Wünsche werden jetzt dringend? Ich könnte hier realistisch etwa 100.000 Prämie machen in 6 Monaten. Klingt gut. Wir haben für Chris sowieso noch 8 Wochen virtuelle Klassenzeit. Gut. Eine Schulaufgabe steht an. Aber da kann sie sich ja einloggen. Also bist du dabei? Na klar. Ich kann dich doch nicht ganz allein dort lassen. Und meine Grafik erstelle ich auch lieber da unten. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ich gebe dir Bescheid, sobald ich was höre. Hi, Diana. Guten Morgen. Jetzt bin ich live. Ich habe gute Nachrichten für dich. Wieso? Ist das Wetter in Santa Clara schlechter als hier? Nein, aber du hast die Projektausschreibung gewonnen. Wenn du bestätigst, kannst du dich gleich mit unserem ANL-Kurs schließen. Sollte ich mir nicht erstmal was anderes anziehen? Ach was, du weißt doch, bei uns zählen nur die inneren Werte. Guten Abend, Herr Schnell.
Wir freuen uns bei AN, dass Sie die Sache in die Hand nehmen wollen. Ja, Sie haben sich ja wirklich schnell entschieden. Das war ein Blick auf Ihre Bewerbung, eine Netzkonferenz und eine E-Mail. Einfach, schnell und professionell gilt wohl auch diesmal. Das können Sie laut sagen. Die Details sind bereits zu Ihnen unterwegs. Danke, ich werde mich gleich reinhängen. Hallo Julia, schön, dass du dich meldest. Ich brauche sofort 4 gute Leute. Habe ich bereits gesehen. Ich habe mich schon mal hinter die Skill-Datenbank geklemmt und kann dir glatt 8 Personen zeigen. Was sagst du dazu? Sieht ja ganz gut aus. Was meinst du denn? Aber halt bitte nicht den Lesnik. Der hat sich bei mir das letzte Mal die Prämie erpennt. Lass ihn im Liniennetz, da ist er besser aufgehoben als in unserer anspruchsvollen Kiste. Nicht so schnell, Herr Schnell. Der hat ein Kompetenzpaket absolviert und mächtig dazugelernt. Und im ersten Projekt hat er sich auch schon bewährt. Aha, hätte ich gar nicht gedacht. Also ist er dabei. Lass mal weitersehen. Der Breuer ist gut, den hätte ich gerne mit im Boot. Er ist im Moment noch in einem Projekt in Peking. Ich will versuchen, ihn da rauszubekommen. Okay, kann ich noch irgendwas anderes für dich tun? Ja, ruf mich an, wenn ich Coaching brauche. Du weißt immer als Erste, wann es soweit ist. Wie immer. Aber übrigens, du hast noch 12 Tage Kreaurlaub, wovon die Kasse die Hälfte zahlt. Na, gut zu wissen, die brauche ich, wenn das hier vorbei ist. Ich drück dir die Daumen. Guten Tag, Herr Schnell. Wir wollen Ihnen ein Angebot machen, das Sie nicht abschlagen können. Wirklich? Ja, wir wollen den Auftrag kriegen und machen Ihnen ein serientaugliches Muster für 50.000. Wie viel schaffen Sie denn in der Serie pro Monat? Aus dem Stand bis zu 1.000 Stück. Okay, Sie haben's. Schicken Sie mir Einzelheiten. Bei diesem Projekt sollten Sie am Kernteam nicht sparen. Ich glaube, wir können in der Abwicklung eine Menge reinholen, wenn wir voll auf virtuell gehen. War auch mein Gedanke. Können Sie mal eine Grobkalkulation machen? Dagobert rattert schon. Bis morgen 16 Uhr? Das wäre super. So schnell bin ja nicht mal ich. Sehen Sie, jetzt haben Sie sogar ein neues Benchmark. Hallo, wir sind schon im Hotelzimmer. Wo steckst du denn? Hallo, Papa. Entschuldigt, ich hatte hier noch was zu managen. Schön, dass ihr da seid. Ich komme. So, ihr Lieben, ich muss jetzt mal mit meiner Grafik weitermachen. Hältst du bitte an deine Schulaufgabe fest? Ich habe gleich Teammeeting. Dann gehen wir ja sozusagen alle zusammen zur Arbeit. Was arbeitest du eigentlich gerade, Papa? Ja, ich weiß auch noch nicht, wie wir das Gerät nennen sollen. Es geht darum, statt einzelner Informationsteilchen ganze Elektronenwolken durch die Leitungen zu schicken. Und da ist dann so viel Information drin wie in einem ganzen Buch. Und wir machen die Maschine, die diese Wolke von zu Hause weg durch die elektrischen Leitungen schicken soll. Also so ein Bubble ist dann alles drin? Genau, in so einem Bubble. Genau, der Bubble Decoder, der Information Bubble Decoder, der IBD. Oh, ich muss jetzt los. Ich auch, ich gehe rauf ins Zimmer. Hey, da will ich hin. Du könntest doch in eines der schönen Konferenzzimmer hier im Hotel gehen. Okay, liebe Familie, aber nur für heute. Mach's gut, Kleine. Du auch, Mann. Ich sag's ja immer, es geht nichts über Harmonie in der Familie. Guten Morgen allerseits. Ich freue mich, dass wir mal wieder zusammenarbeiten. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Für das Projekt 1847 haben wir folgende Situation. Jeder von euch hat ein Unterteam von circa 4 bis 5 Leuten, das er verantwortlich betreut. Wir müssen jetzt schauen, wie wir die Ressourcen sinnvoll verteilen. Janine vertritt die Interessen des Kunden und wurde uns von der Infocom zur Seite gestellt, um uns mit Rat und Tat zu unterstützen. Hi. Die Aufgabenstellung für unser Projekt ist aus einem gemeinsamen Integrationsworkshop zwischen Infocom und Access Network hervorgegangen. Dabei ist auch die Idee entstanden, fraktale Bitpakete zu entwickeln, wobei eben noch die Access-Lösung von und zum End-User fehlt. Danke, Janine. Ju, du bist voll verantwortlich für die Vergabe, Terminierung und Durchführung von Unterprojekten im Rahmen von 1847. Schließ dich mit den Unis, Instituten und Externen kurz. Okay, ich werde mich gleich in die Vernetzung der Daten reinhängen. Pete, dich brauche ich als Drehscheibe für den Prozess. Deine Hauptaufgabe wird es sein, von der Hardware- und Software-Seite aus das Projekt zu steuern, dabei mit parallelem Timing vernetzt die schnellste Lösung zu finden. Und dabei ja, ist... Ja, ja, Ergebnis und Qualität sind mal wieder das Wichtigste. Woher weißt du denn das?
Ja, das hat mir Hugh geflüstert. Die kennt ich noch vom letzten Projekt. Wir waren ganz schön schnell, hm? Nicht schlecht für den Einstieg. Sag mal, Pete, wo steckst du eigentlich? Hey, Pete, zeig dich. Wir wollen wissen, ob ihr die Sache Spaß macht. Als Entwickler steht es mir zu, dass ich mein kreatives Ambiente auch mal woanders hin verlegen kann. Bleib bitte der Leitung, ich muss schnell unterbrechen. Wie kommen Sie dazu, mir meinen besten Mann wegzuschnappen? Den habe ich erst vor 2 Monaten gebucht, also so geht's nun wirklich nicht. Stimmt, der Pete ist ein guter Mann, ein sehr guter sogar. Ich bewundere Ihren Riecher. Wir können uns doch nicht gegenseitig Konkurrenz machen. Und der Breuer hatte das selbst zu entscheiden und er hat einfach von seinem Spielraum Gebrauch gemacht. 2 Monate Mindestzeit hatte er ja und 1847 hat strategische Priorität. Ja, richtig, aber wie steht jetzt mein Projektleiter in China da? Ich glaube, da kann ich Ihnen helfen. Fragen Sie doch mal den Jürgen Schneider, der ist an Ihrem Thema sehr interessiert. Der Schneider? Ja, den kenne ich. Ich sag Julia Bescheid, sie soll sich mit Ihnen kurz schließen. Oh, gleich die Personalchefin? Ich weiß, dass sie für ihn sucht. Wenn Sie nichts dagegen haben, schicke ich ihr einfach unser Gespräch. Manchmal ist das Geschäft eben ein bisschen rau. Aber für jedes Problem gibt es eine Lösung. Alles Gute und viel Erfolg für Ihr Projekt. Danke. Erfolg können wir brauchen. Wir haben uns gerade gefragt, wie es diesmal mit der Prämie aussieht. Um die mache ich mir keine Sorgen. Ihr habt mein volles Vertrauen. Meldet mich an, wenn ihr mich braucht und wir machen alle 2 Wochen Status. Die Zielsetzung des Projektes steht sowieso. Was wir zusammen machen, ist die Zielvereinbarung. An diese gemeinsame Strategie müssen wir uns halten. Wenn wir alle diesen Rahmen optimal nutzen, wird es mit der Prämie schon klappen. Hugh, als erstes könntest du mal Zielvereinbarungen mit den Spezialisten von den Hochschulen machen. Such dir aber nur die raus, die ein Gefühl für unternehmerischen Mehrwert haben und uns kundenorientiertes Wissen produzieren. Du, Karl, könntest... Schnell. Der gesamte Leitungskreis von Access Network hatte sich nicht nehmen lassen, Ihnen für diesen Erfolg auch persönlich zu danken. Sie haben es geschafft, 2 Wochen unter der Zeit zu bleiben und haben damit Ihrem Team eine Zusatzprämie von 750.000 verdient. Da Sie das Kostenbudget um 1 Million überzogen haben, mussten wir die Gesamtprämie leider um 200.000 reduzieren. Ihrer Vorgehensweise ist diese hervorragende Lösung zu danken. Ihre Erfolgsfaktoren waren Offenheit und Schnelligkeit Ihrer Arbeitsweise, Ihre Professionalität, Qualität und positive Resonanz beim Kunden. Ihren Mitarbeitern haben Sie durch On-the-Job-Training zu neuen Kompetenzpunkten verholfen. Tja, hier auf diesen Chips haben wir die Prämien für Sie gespeichert. Sie haben neue Punkte in Kompetenz und Performance und damit den Sprung in eine neue Festeinkommensklasse gemacht. Die nächsthöhere Projektkategorie haben Sie natürlich dadurch auch erreicht. Ich gratuliere Ihnen. Vielen Dank. Schatz, soll ich dir mal was zeigen? Na klar. Gratuliere, Sie haben Ihre neue Einkommensklasse aktiviert. Die nächste Kurve zeigt Ihnen Ihre Gehaltsentwicklung aufgrund Ihrer Projektarbeit. Die rote Linie zeigt die durchschnittliche Einkommenskurve eines Mitarbeiters im Liniennetz. Wie Sie sehen, hat sich Ihr risikobewusstes Handeln voll gelohnt. Ihr flexibler Anteil verschafft Ihnen einen großen Vorsprung. Wollen Sie Ihre Aussicht auf die nächsten 10 Jahre sehen? Wollen wir? Ja. Wenn Sie genügend Versorgungskapital angelegt haben, können Sie sich entscheiden, ob Sie mit 100% Basiseinkommen ins Liniennetz einsteigen wollen. Falls Ihr Bedarf an Hektik und Chaos bis dahin gedeckt ist und Ihre Kinder versorgt sind, wäre Ihre Aufgabe dann, unsere nachrückenden jungen Zornigen auszubilden und die Leitung zu beruhigen. Oder Sie haben sich bis dahin eine so attraktive Ruhestandsabsicherung angespart, dass Sie sich entscheiden, frei floatend in unserem Senior Expert Service für Projektberatung zur Verfügung zu stehen. Let's create a new tomorrow. Eine
Wir haben die Vision. Du bestehen. Wir bestehen. Dass sie uns weiterbringt. Neue Wege sind das Ziel. Wer sie geht.